Oh, oh. Ja, richtig schön. Ich kann das gar nicht glauben. Ja, die Männer vom WDR sind da. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Baumarkt, denn wir müssen ja noch ein paar Sachen besorgen, um unser Fenster zu reparieren, damit es wieder dicht ist, wenn es beim nächsten Mal regnet. Ja, uns geht's Gott sei Dank wieder ganz gut, nachdem wir letzte Woche ein bisschen geschwächelt haben und unser erster Roadtrip nach 4 Wochen ja, ins Wasser gefallen ist. Darum freuen wir uns umso mehr, dass wir fit sind, ganz viel Schlaf und ein paar Ibuprofen haben da geholfen. Wir frühstücken jetzt was Schönes, ne? Ja. Und dann, Leute, ist es endlich soweit. Wie ihr wisst, haben wir unsere eigene Kaffeeröstung schon vor einiger Zeit in Auftrag gegeben und haben da jetzt auch mitgemacht. Und da haben wir jetzt noch 3 Röstgrade, die wir ausprobieren dürfen. Und die werden wir nachher mal testen, beziehungsweise gleich. Und dann geht's auch schon in die Rösterei. Da holen wir nämlich dann unseren eigenen Kaffee ab. Da sind wir mal richtig gespannt drauf, wie das Logo wird und wie ja, die ganze Verpackung aussieht. Da freuen wir uns voll drauf. Und dann haben wir diese Woche noch ein paar andere coole Sachen geplant. Unter anderem fahren wir wieder los. Wir können nämlich nicht einfach nur die ganze Zeit ja, still sitzen. Also seid gespannt, da passiert einiges. Ja, wir haben jetzt hier 3 Röstungen. Schaut mal. Hell, mittel und dunkel. Und die werde ich jetzt aufgießen. Also erstmal mahlen, dann aufgießen und dann probieren wir mal und bewerten den Geschmack nach Süße, nach Bitterkeit und ja, wie der Kaffee so allgemein halt einfach schmeckt. Und für die Röstung, für die wir uns dann entscheiden, die gibt es dann auch bald für euch, falls ihr die haben möchtet. Und ja, ich bin mal gespannt, welche uns jetzt am besten schmeckt. Fangen wir mal mit der hellen Röstung an. Mhm. Wir brechen jetzt mal die Kruste so ein bisschen auf und gehen mit der Nase ran, ja? Okay. Willst du mal anfangen? Und dann muss man da so schlürfen, ne? Ja, jetzt müssen wir dieses berühmte Kaffeeschlürfen machen. Ja, genau. Ja. Und wenn wir, den auch für Filter und Espresso machen, was es ja sein soll, finde ich die letzte am besten. Weil ich glaube, der wird Espresso nicht schmecken. Der wird vielleicht nur als Filter gehen. Boah, die Tür muss ich auf jeden Fall auch reparieren. Okay, Checkliste. Alle Fenster zu? No. Was hast du? Hast du alle Schubladen zu? Ja. Die habe ich zugemacht, aber die anderen auf der Gegenseite, sind die zu? Die sind noch offen. So, alles von den Flächen. Okay, ich brauche Musik, Internetbox bitte. Danke. Müll haben wir auch weggebracht. Und alle Oberflächen sind frei, ja? Yes, alles frei. Den nochmal schnell. Alles frei. Super gut, dann geht's los auf 3. 1, 2, 3. Oh, oh. Jawohl. Wow. Leute, es ist da. Oh, wow. Sieht gut aus, oder? Ja, findest du die auch? Ich finde es super. Mega. Ja. Das sieht richtig gut aus. Und auf der Rückseite? Ich hab das so gemacht. Nee. Oder? Cool. Ja. Der Buh. So, und jetzt klären wir noch ab, wann es losgeht. Und dann geben wir euch Bescheid. Ich stell's mal da hin. Ja, danke. Wollt ihr was trinken? Ja, gerne. Ja, richtig schön. Ich kann es gar nicht glauben. Für Brühmethoden und Rezepte folgt uns gerne auf Instagram, Melinda und David. Mensch. Die zwei kennen sich wohl aus mit Kaffee. Okay, weitere Infos folgen gleich. Ja, wir haben jetzt tatsächlich unsere eigene Kaffeeröstung abgeholt. Wuhu. Richtig cool. Freuen uns mega. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis man den dann auch online kaufen kann, aber da sagen wir euch nochmal Bescheid. Ja,
Wir fahren auf jeden Fall in ein paar Tagen los und verbringen eine Woche in Nordrhein-Westfalen. Was wir da genau machen, erzählen wir euch noch und nehmen euch auf jeden Fall mit. Aber jetzt sagen wir erstmal tschö. Mit Ö. Mit Ö. Hallöchen. Ja, David hat gestern eine schicke Frisur gekriegt, zeige ich euch gleich. Wir kommen ja ins Fernsehen. Mittwoch und Donnerstag begleitet uns ja das WDR-Reiseteam auf unserer Reise mit dem Van. Und ja, und dafür muss natürlich unser Ting-Tong auch schick sein und sauber. Und deswegen sind wir jetzt einmal in die Waschanlage gefahren. Und bevor es losgeht, wir fahren nämlich Richtung Eifel heute. Und genau, ja, jetzt gibt es erstmal nochmal, ja, wie gesagt, nochmal eine kleine Polierung für Ting-Tong. Er glänzt wieder. Wie neu lackiert. Jetzt haben wir uns, glaube ich, ein gutes Frühstück verdient. Ja. Himalaya-Salz ist auch noch was im Keller, ne? Das ist auch da drin. Was ist hier drin? Da reinhören. Hm. Das ist viel Himalaya-Salz, ja. Das ist die ganze Packung, die uns der Robin, glaube ich, gegeben hat. So, jetzt sind wir gestärkt und wir fahren weiter. Richtig heiß heute. Angekommen, stehen jetzt hier in der Nähe vom Nationalpark Eifel an einem Bauernhof. Also es ist ein Stellplatz, für den wir bezahlt haben. Und ja, außer uns ist keiner hier. Ich würde mal sagen, ich habe ziemlich geschwitzt beim Autofahren. Es war richtig heiß. Wir haben ja keine Klimaanlage hier vorne. Deswegen kochen wir uns jetzt was Kleines zu essen. Und dann duschen wir uns, bevor wir ins Bett gehen. Ja, dann halten wir uns so lange sauber und den hier auch, bis das Fernsehen kommt. Und dann melden wir uns wieder. Sind wir wieder ausgeruht und ausgeschlafen und jetzt haben wir uns was zum Frühstücken gemacht und warten ganz gespannt auf das Kamerateam. Die müssten demnächst bald kommen und dann werden die uns heute den ganzen Tag begleiten. Wir sind mal gespannt und geben euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen, vor den Kulissen, so irgendwie sowas. Ja. Und bin ich mal gespannt, wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf und gucken, wann die Jungs kommen und wie viele das überhaupt sind. Ja, bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was wir so genau machen sollen. Nein, ja. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall kommt diese Dokumentation oder der Bericht, was haben sie gesagt, Ende September, Anfang Oktober. Ja. In die Mediathek und auch, glaube ich, ins Fernsehen. So, und dann sehen wir im Fernsehen. Hätte ich niemals gedacht. Naja, jetzt sind wir schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt lassen wir uns das erstmal schmecken, weil ich glaube, dann haben wir nicht mehr viel Zeit zum Essen und wir melden uns wieder, wenn die da sind. Also, bis gleich. Ja, die Männer vom WDR sind da. Und jetzt wird unser Auto mit
Kameras bestückt, noch mehr Kameras, wie wir quasi schon im Auto haben. Ja, wer es nicht glaubt, da sind sie. Packen jetzt gerade zusammen, warten, bis die Kameras im Auto sind. Und dann let's go, würde ich sagen. Bei uns ist es schwierig, weil wenn wir da schubbert schon mal, ne? Und das ist halt richtig gut. Das ist natürlich, hört man natürlich auch das Herz schlagen. Ne? So echt jetzt? Wenn man aufgeregt ist. Ja, okay, das könntet ihr hören. Nee, das sag ich mal. Okay, also wir sind startklar. Wir wurden verkabelt, das Auto wurde verkameratisiert. Ich weiß gar nicht, sagt man das so? Das ist jetzt ein neues Wort. Und wir haben zusätzlich zu unserer Kamera hier noch eine GoPro angebracht bekommen. Hier hinten im Raum auch noch eine GoPro. Also ja, richtig, das waren, glaube ich, richtig coole Aufnahmen. Und jetzt fahren wir los. Hier gibt es gleich wir fahren einfach mal los. Kaffee noch mitnehmen. Machst du zu? Jo, ich mach zu. Ja, die Jungs haben natürlich auch einen Kaffee gekriegt. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem schönen Stellplatz. Und haben jetzt hier mal Halt gemacht. Hast du alles abgeschlossen? Ja, ist alles zu. Hinten auch? Hinten habe ich auch zugemacht. Ja, aber der Stellplatz hier ist nicht so geeignet für uns. Deswegen trinken wir jetzt hier einen schönen Kaffee. Der Parkplatz heißt Schöne Aussicht. Die Aussicht, die ist, glaube ich, schön, aber da muss man hinlaufen. Ja. Ja, und der Internetempfang hier ist nicht so Bombe, deswegen trinken wir einen Kaffee und dann quatschen wir mal mit den Jungs und suchen dann noch ein Plätzchen weiter. Vielleicht fahren wir auch wieder zu dem Standort, wo wir am Anfang in dem Video waren, auf den Bauernhof. Müssen wir mal schauen. Dankeschön. Bitteschön, kein Ding. Lecker. Willst du das raus, oder? Ja, muss ein bisschen Wasser auffüllen. Ja, das kann man gut gebrauchen bei der Hitze. Wir sind jetzt übrigens wieder unterwegs zum Stellplatz, wo wir vor 2 Tagen auch schon waren. Einfach, weil es da so schön war. Aber erstmal müssen wir ein bisschen tanken. Da ist ein Tramper. Sag mal, willst du vielleicht mitfahren? Ja, guck mal, ich glaube, wir stehen schon dort jetzt. Ah, ihr steht schon da? Ja? Ja, dann fahren wir da mal hin. Ja, dann will ich doch mitfahren. Ja, dann steig mal ein. Wir sind nämlich, doch mal kurz mitfahren. Wir sind nämlich gerade dabei, die eine der letzten Szenen für heute zu drehen. Auch noch drehen. Ja. Herzlich willkommen in unserem Vlog. Ja, danke schön. Hallo. Ich mache hier inzwischen mal die Kamera an. Ja, wir sind nämlich jetzt wieder auf dem Bauernhof gelandet. Der war so schön. Und hier sind so schöne Weizenfelder, die wollen wir jetzt einfach nochmal mit aufnehmen. Es soll nämlich in einer Stunde anfangen zu regnen, aber Daumen drücken. Vielleicht hält das Wetter ja und wir können auch einen richtig schönen Sonnenuntergang einfangen. Ja, das hält noch. Glaube ich auch. So, wir können hier arbeiten, wir können in der Natur stehen, wir können machen, was wir wollen, wann wir es wollen. Und das ist halt einfach sehr schön. So wie jetzt, eigentlich wollten wir in Italien sein und jetzt sind wir aber hier oben, in der Eifel. Und hier ist auch sehr schön. So, das Kamerateam hat sich eben verabschiedet und war ein richtig cooler Tag. Also wir sind jetzt echt richtig müde, weil irgendwie war es doch anstrengend, ist auch super heiß. Aber ja, war sehr interessant, das Ganze mal so mitzuerleben und wir sind auch mega gespannt,
wie es dann zum Schluss aussehen wird. Auf jeden Fall machen wir jetzt unser Bett und gehen jetzt schlafen. Und morgen früh um 9 stehen sie wieder vor der Tür. Und es geht weiter. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, wir haben ein kleines Problem. Und zwar hat es in der Nacht so dolle geregnet und wir haben gemerkt, dass irgendwo am Fenster es ein bisschen undicht ist. Jetzt haben wir da in der Nacht einen Topf drunter gestellt, aber es nervt mich. Ich will das Problem mal lösen, deswegen schraube ich da oben jetzt mal das Dachfenster so zum Teil ein bisschen ab, um zu gucken, wo das alles denn herkommt. Und dann müssen wir das Problem nämlich lösen. Ist nass. Die Stelle, an der es rauskommt, kann ich nicht genau lokalisieren, aber es kommt an der einen Seite stark raus. Das heißt, wir müssen nachher definitiv nochmal zum Baumarkt und uns irgendwie Silikon besorgen. Zu Hause habe ich das bei meinen Eltern im Keller, aber natürlich nicht dabei, weil auf sowas waren wir jetzt gerade nicht vorbereitet. Deswegen sind wir nur halbwegs ausgestattet. Ja, aber dann ist halt immer was los, ne? So, und dann kleben wir das alles mit Silikon ab, dichten das richtig gut ab und dann kann es weitergehen. Ja, wir haben jetzt alles gefunden, beziehungsweise ich habe alles gefunden. Einmal hier so einen richtig starken Silikon. Habe mich auch beraten lassen. Der soll sehr gut sein und natürlich halt noch die Pistole hier, weil die haben wir jetzt nicht dabei. So, Ding ist aber einfach, dass es da hinten echt schon wieder nach Regen aussieht. Also richtig mies. Hoffen wir mal, dass es nur so bei so ein bisschen Niesel bleibt und ich werde das dann gleich einbauen bzw. ausbessern können. Jetzt schauen wir aber erstmal, wo wir das machen, denn hier auf dem Obi-Parkplatz finde ich das gar nicht so cool. Deswegen vielleicht stellen wir uns irgendwo hin und warten, bis der Regen vorbei ist und fahren dann auf den Parkplatz, um das zu reparieren. Langsam, in einer Minute sind wir schon da. Ist er da vorne bei den Häusern? Ich weiß es nicht. Du musst jetzt stoppen, hier abbiegen. Wir sind jetzt an dem Parkplatz angekommen. Ist einfach ein random Parkplatz. Hier werden wir nicht die Nacht über bleiben können, weil es einfach ja, nicht so schön ist in der Nähe von der Straße. Aber hier können wir reparieren und das machen wir jetzt. Dreht, wie ein Pulli aussieht. Ganz wichtige Sache. Okay, also ich habe es jetzt hier hochgeschafft. Ich habe jetzt das alles hier so gut ich kann mit Silikon abgeklebt. Das mache ich jetzt auch nochmal drinnen. Bitte keine Kommentare, ob das jetzt hier alles so richtig ist oder nicht. Ich hoffe, ich habe die Stelle gefunden. Ich habe halt einfach alles nochmal mit Silikon umrandet. Jetzt fängt es lustigerweise auch an zu regnen. Also richtig dumm. Haben wir halt Pech. Wir müssen halt hoffen, dass es hält. Jetzt geht es auch runter ins Auto. Das WDR-Team hat das auch alles mitgefilmt, also da kriegen wir bestimmt schon genug Kommentare, wie wir das hier gemacht haben. Das letzte Mal hat das 2 Jahre gehalten und jetzt hält das hoffentlich wieder 2 Jahre, mindestens. Also davon gehen wir mal aus und jetzt geht's runter, da muss ich nämlich auch noch Silikon verkleben. Herr
reinspaziert. Nee, war entspannt. Ja. Gute Stimmung. Ja, bestimmt. Aber nach zwei Tagen seid ihr auch froh, wenn ihr mal wieder jetzt ohne uns seid. Ja. Ne? Aber wir sind mal froh, dass wir jetzt mal nicht gedreht werden. Ja. Ja, dass wir jetzt mal die Kamera ausmachen und jetzt mal einfach ins Bett legen. Das haben wir geschafft. Pennt ihr jetzt hier oder was? Nee, wir bleiben jetzt hier noch eine Stunde, suchen nach einem neuen Platz und dann fahren wir weiter. Wir haben natürlich ein bisschen hier noch Kameras verstanden. Ja. Haben wir mitgekriegt. Ne? Hier irgendwo müssen wir gucken, Schatz. Wir müssen hier nochmal im Sender durchgehen und gucken, wo noch. Raser. Hast du hier rausgeholt, den aus der Gewürz? Und nee, der ist noch drin. Ich habe uns gefragt. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass viele. Ah, sind das Wildlinge? Ja, genau. Sehr gut. Cool, also ich wurde auf keine Schuhe, die ich in meinem Leben jemals getragen habe, so oft angesprochen. Ja. Ist das berühmt oder was? Ja, bei dir um die Ecke da. Das sind Barfußschuhe. Ja, aus Kliniken. Nächstes Mal sehen wir uns auf Fuerteventura. Ja, ich freue mich. Aber ich habe die wieder durchgelaufen. Alles Gute. Danke euch, Leute. Schön mit hat Spaß gemacht. Ja, war lustig. Danke. Schönes Leben, schöne Reise. Ja, ebenso. Ja, sehen wir uns ja nochmal. Bleibt gesund, gell? Ja, hier auf dem Bauernhof. Marcel und ich fahren da auch mal am Wochenende hin. Ja, mach doch mal. Sag doch mal den Bauern. Vielleicht sehen wir uns da ja wieder. Machen. Okay, es ist einiges passiert. Das mit dem Fenster hätte jetzt nicht sein müssen, aber so ist das halt einfach. So ist das im Vanlife. Die Dinge passieren dann, wenn man sie nicht braucht. Und ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn das Ganze auf dem WDR, im Fernsehen, in der Mediathek und auf YouTube erscheint. Und Melli und ich, wir werden uns jetzt einen Parkplatz oder einen Stellplatz für heute Nacht suchen, weil wir haben uns überlegt, als Belohnung nach den ganzen Dreharbeiten fahren wir an einen ganz besonderen Ort, wo wir schon immer hin wollten, es aber irgendwie nie geschafft haben. Jetzt sind wir da in der Nähe und heute schlafen wir nochmal hier. Ich würde jetzt eher irgendwo sagen, an einem schönen Ort, weil besonders, weiß ich nicht. Ja, okay, an einem schönen Ort. Du übertreibst mal ein bisschen. Man muss die Spannung hochhalten. Es knistert schon. Merkst du das bei den Zuschauern? An einem schönen Ort, oder wir denken, es ist schön, da wollten wir auf jeden Fall schon länger mal hin. Ja. Heute übernachten wir aber noch hier in der Nähe. Und genau. Morgen früh geht es direkt los. Wir melden uns morgen früh wieder, weil heute machen wir es uns mal einfach gemütlich. Und ja, dann sagen wir mal. Bis morgen. Bis gleich. Bis morgen. Wir sind jetzt ready für Maastricht. Das Wetter ist super und wir werden jetzt heute ein bisschen Maastricht checken und freuen uns richtig drauf. Let's go! Jo, wir sind jetzt angekommen in Maastricht. Wir haben gedacht, es wird ein bisschen voll hier, weil hier ist Konzert heute. André Rieu ist wohl hier in Maastricht und gibt eins seiner Konzerte. Es werden sehr viele Leute aus 80 Ländern erwartet. Es ist Samstag und es ist 12 Uhr mittags. Aber es funktioniert bis jetzt ganz gut. Wir haben hier einen Parkplatz gefunden, kurz vor der Innenstadt, Viertelstunde entfernt. Und zahlen dafür, glaube ich, für 24 Stunden 10 oder 12 Euro. So, Wetter ist Bombe und jetzt gehen wir mal in die Innenstadt. Alles zu? Alles zu! Das ist schön hier. Ist echt perfekt, oder?
Ja, richtig toll. Fällt uns gut. Es ist richtig viel los, aber es ist schön. Schönes Wetter. Klar, die Leute gehen raus, setzen sich raus. Es hat so ein... Also wir könnten jetzt eigentlich auch im Süden irgendwo sein. Also richtig schöne Cafés und Restaurants und tolle kleine Gassen. Gefällt uns schon mal ganz gut. Jetzt haben wir natürlich gut gefrühstückt und sind danach direkt, weil uns das jemand empfohlen hat, Pommes essen gegangen. Pommes mit Mayo, das scheint ja eine Spezialität zu sein. Müssen wir uns einmal teilen. Aber auch richtig lecker, muss ich sagen. Und jetzt schlendern wir einfach nochmal hier durch die Gegend. Wir haben uns dieses Mal nichts vorgenommen, also außer diese ein, zwei Tipps, die ihr uns gegeben habt, haben wir uns nichts vorgenommen, irgendwas Spezielles zu sehen, sondern schlendern einfach so durch die Gassen und sind so auf Entdeckungstour, ohne wirkliches Ziel. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt hier noch entdecken werden. Auf jeden Fall eine Menge Loops. Wir neigen uns dem Ende des Videos zu, aber es gibt gleich noch einen schönen Sonnenuntergang. Ja, den wollen wir uns hier angucken in St. Petersburg. Ja, das ist eine alte Befestigungsanlage hier. Da hat man schönen Blick über die Stadt und ja, damit neigt sich auch eine aufregende Woche dem Ende zu. Ja, es war wirklich schön. Also erstmal mit dem Fernsehteam, es war sehr aufregend. Dann hatten wir unseren ersten Roadtrip seit langem wieder. Ja. Unseren gemeinsamen und... Ja, unser Kaffee ist ja rausgekommen. Ne? Also zumindest noch nicht ganz raus, aber ist zumindest soweit fertig, dass wir den bald veröffentlichen können. Es war richtig aufregend, dass es so viel passiert, dass wir das selbst erst nochmal verarbeiten müssen. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und falls ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und ja, viel zum Spaß beim Sonnenuntergang. Bis dann. Geil sind die Schuhe, ne? Man geht da barfuß rein und so, ist schon so Sommer, ne? Wenn man die Schuhe anzieht, ist Sommer einfach, ne? Könnt ihr mir glauben, so, ne? Seht ihr, die Sonne scheint, ich habe die Schuhe angezogen, da scheint die Sonne, ne? Ist ja richtig geil, die Schuhe, so. Und jetzt kommt ein Auto da vorne und da muss ich jetzt gleich mal wieder aufhören, weil sonst hört man das Auto hier, ne? Will ich auch nicht haben, ne? Gut, das fährt da vorbei, dann mache ich einfach mal weiter, so.